So, liebe Narren, das war die Klopapier-Challenge Zwiegs am Rande. Wie ihr jetzt festgestellt habt, haben wir es gerade echt schwierig, nicht in Schweiz zu kommen, egal wo wir hinfahren, laufen, tut, überall ist Schweiz. Der einzige Weg, wo hier nicht in Schweiz wird, ist diese Straße hier. Da kannst du entweder nach Büslingen fahren oder nach Tengen und Unterhofen. Daher nominieren wir die nächsten zwei. Das wäre einmal Unterhofen. Wolfgang, viel Spaß damit. Und einmal Büslingen. Heiko, euch auch viel Spaß. Ihr habt wie mir auch 72 Stunden Zeit, ein schönes Video zu machen. Wenn nicht, freuen wir uns über 30 Liter Bier. 10% davon bitte in alkoholfrei. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Ja, lieber Alex, wir bedanken uns für die Nominierung von euch. Und wir zeigen euch mal, wie wir in Unterhofen, wie die Rote Fitz mit dem Klopapier-Challenge umgehen. Klopapier ist für uns kein Problem. Die Rote Füchs zeigen euch mal, wie im Wald mit dem Klopapier umgegangen wird. Und bei uns, da hält jeder Fuchsbau seine eigene Klorolle. Jäger, unsere einzigsten natürlichen Feinde wären ausreichend mit Klopapier versorgt. Die Freizeitaktivitäten ist Klopapier in Unterhofen ausreichend vorhanden, wird auch gerne benutzt. Zum Beispiel hier zum Tischtennis, Klorolle Tischtennis spielen. Oder hier. Wir Klorolle Badminton oder wenn man nicht in die Muckibude will wegen Corona und nicht kann, wenn die geschlossen ist, wird auch Klorolle hier verwendet zum Gewichtsheben. Eine recht schwierige Aufgabe. Heute wäre in Unterhofen ausreichend mit Klopapier versorgt, auch während der Corona-Krise, die von unserem Herrn Bürgermeister hier ausreichend dokumentiert wird. Trotzdem ist für den absoluten Notfall für die Unterhofer Bürger ausreichend Klopapier vorhanden. Auch der neue Grillplatz hier in Unterhofen, der jetzt im Moment während der Corona-Krise nicht benutzt werden darf, ist trotzdem ausreichend mit Klopapier versorgt. Also, ihr Grenzgeister von Wirz, ihr habt gesehen, wir haben unsere Challenge erfüllt. Wir wünschen uns für den nächsten, wo wir nominieren, auch 30 Liter Bier. Und ich hoffe, wir haben euch gefallen. Und wir nominieren jetzt als nächstes Thalheim und Nordhalden. Liebe Nordhalter, liebe Thalheimer, wenn ihr es nicht schafft, innerhalb von 72 Stunden eine Klopapier-Challenge auf die Reihe zu kriegen, kriegen wir für euch 30 Liter Bier.